Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen auf meinem Kanal und ja, ich war schon lange nicht mehr beim Action und heute war ich da. Und das war wie beim ersten Mal, ich habe gedacht, oh mein Gott, wie kommst du da nur durch? Ich wieder meine Jacke ausgezogen, erstmal, weil mir da immer dann heiß wird, vor Aufregung. Jo. Und im ersten Gang bleibe ich natürlich erstmal eine Stunde kleben, weil da sind gleich die Bastelsachen. Aber man geht ihn trotzdem systematisch durch, damit du auch nichts verpasst. Jedenfalls war ich erstmal im ersten Gang. Jo, und dann habe ich losgelegt. Und ich wollte ich gar nicht so viel einkaufen. Das ist ja immer so. Man will nicht, aber dann haben die das, dann haben die das. Das, was Swantje da gepostet hat, diese Medaillons mit den Stickern drin, die haben wir nicht. Also, die habe ich dann nicht gesehen. Aber dafür habe ich tolle andere Sachen gekauft. Auf jeden Fall. Gut, dann fange ich mal an und zeige euch das mal, was ich mir so ergattert habe. Da das wieder so viel ist, muss ich von oben nach unten anfangen. Knabbersachen für meinen Action Man. Aber die mag ich eigentlich auch. Ich mag nicht gerne Chips. Ich esse auch nicht viele. Vielleicht 10 Stück, ne, weil ich bin ja am Abnehmen. Aber die sind sehr lecker. Twister Mix Paprika. Sehr lecker. 79 Cent. Ne, Quatsch. Noch weniger, glaube ich. 69, 59. Ich habe auch irgendwo den Bon hier reingetan. Und hier nochmal eine Tüte. Die kann ich ja eigentlich schon mal wegpacken, weil die. Und die knistern, das mag ich ja gar nicht. So, die sind schon mal weg. Dann, davon kann ich systematisch. Da habe ich so zum Einfrieren für Eiswürfel. Die haben 59 Cent gekostet, eine Ice Cube. Sind Silikonform. Schön weich. Und auch von innen glänzend. Also ich könnte da auch Silikon mitgießen. Ob ich das mache, ist eine andere Frage. Ich habe genug Silikonform. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die dann gestalten sollte. Auf jeden Fall, ich würde die, glaube ich, für Eiswürfel nehmen. Also einmal die. Dann einmal so Lippchen. Lippen. Auch 59 Cent. Da bin ich echt noch am Überlegen, ob ich da vielleicht mal eine von irgendwie rausfriemel als Silikonform, aber bin ich mir auch noch nicht sicher. Also die dann noch. Und einmal so Himbeeren. Brombeeren, Himbeeren. Ja, sind ja auch mal schön für den Sommer, oder? Man kann die auch bunt einfärben mit Saft oder so, ne? Dann in Wasser rein. Ist auch eine Idee. Sowas mache ich gerne für den Sommer. Also halt mit Erdbeersaft und dann ins Wasser, ist doch ins klare Wasser rein. Das ist doch lecker. Auf jeden Fall, dann habe ich mir diese, wie heißt das? Labels geholt, wenn ich Post verschicke an meine Freunde, YouTube-Freunde und Ü-Post und Tauschpakete und so, da kann man halt dann die Namen reinschreiben. Und das hat, glaube ich, auch 59, 69 Cent gekostet. Da habe ich mir mal einen von mitgenommen. Da sind 360 Labels drin für 79 Cent. Das muss ich euch mal vorstellen. Etiketten, ne? 360 Stück sind da drin. Wahnsinn. Kann auch sein, dass es 99 Cent gekostet hat, aber trotzdem sehr günstig. Dann habe ich. Der Sommer kommt. So ein für 2,59 so ein Mückennetz mitgenommen. Bei mir ist das schlimm auf dem Hof mit Mücken auf meinem Balkon. Und sogar der Hund kann raus und rein. Das mit Magnet. Ne, einfach Schnauze durch und dann kam der raus und rein. Ich habe ja auch einen Hund, mein kleiner Milo. Und hier, ja, 2,59
51. Und was noch? Also, Cocktail-Shaker. 95 Cent oder so. Die kosten beim Netto oder egal wo du hingehst, kosten die 10 Euro. Die blöden Dinger. Hier mit Messbecher. Ne? Messt du ab. Gibst du rein. Machst du Crush Eis. Mit schönen Früchte im Sommer. Yam, yam. Ein für mich. Habe ich gesagt? 95 Cent oder so. Und ein für meinen Actionman. Ja, weil mein Actionman mich ja immer begleitet und trägt meine Tüten nach Hause, die ich mir so anschleppe. Ja, das macht er. Was jetzt? Okay, dann nehmen wir jetzt mal das. Acrylfarbe. Ich habe mir mehrere Acrylfarben gekauft. Die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, kommt aber gleich. Und dann habe ich diese entdeckt, die kosten auch 2,49 alle zusammen. Da sind, wie ihr seht, 6 Farben drin. Sieht so nicht sehr spektakulär aus, aber das sind Metallic-Farben. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, die musst du ja unbedingt mal ausprobieren. Und ist auch die Farben sind mal anders, finde ich. Gefällt mir sehr gut und habe ich gedacht, muss ich mal mitnehmen. Ne? So weiß Metallic, was ist da? Ja, ist ja halt so ein Ocker Metallic Orange. Also, naja, die Farben stehen nicht drauf, aber alles Metallic Farben, blau. Mal gucken, wie die auf dem Papier kommen oder auf Holz oder so. Oh, die schimmern ganz schön, das sehe ich schon im Licht. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahnsinn, die sehen mega toll aus. Ja, die habe ich mir geholt einmal. Die habe ich noch nie gesehen da. Und deswegen mussten die mit. Und dann... die und die... Also ihr braucht nicht mehr bei McDonald's klauen gehen, wollte ich gerade sagen. Nein, die mitnehmen, die sind ja umsonst. Die klaut man ja nicht. Die gibt es jetzt auch beim Action. Habe ich da entdeckt. Wo war das? In der Kinderabteilung. Das ist unter Bastelmaterial, gilt das. Für 50 Cent eine und dann 40 Cent. Einmal so. Und einmal im Bund. Und die brauche ich halt, um mein Resin umzurühren. Für was anderes benutze ich die nicht. Jetzt brauche ich aber auch die nächsten 5 Jahre keine mehr. Na, vielleicht landen auch ein paar im Tauschpäckchen oder so, weil... was soll ich mit so viele Stäbchen? Aber für 50 Cent so eine Tasche da, habe ich gedacht, nimm einfach mit. Du kannst nichts verkehrt machen. Ne? Ganz stinknormale Alufolie, weil ich habe keine mehr zu Hause. Die war jetzt ein bisschen teuer, weil ich glaube, die kriege ich im Netto günstiger, aber ist egal. 89 Cent, es geht 18 Meter. Kannst auch nichts zu sagen. Was ich habe, das habe ich, ne? Ist doch so. So. Mal hier mit weiter. Adults Coloring Buch. Hat mein Schatzi gesagt, brauchst du das, mein Actionman? Kannst du das gebrauchen? Sagt er. Und dann hat er mir so durchgeblättert. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ne? Das sind ganz tolle. Jetzt möchte ich euch das eigentlich gerne im Schnelldurchlauf zeigen. Also geht's doch. Oh, oh. Ah, das ist noch neu, ne? Hat noch keiner geblättert. Ganz tolle Motive. Die kann man vielleicht auch mal für was anderes nutzen. Irgendwo reinzukleben, aber es ist sehr schwer zu blättern. Ich versuche das mal so. Was ist das? Ach, so ein Phönix, würde ich sagen, oder? Ja. Und jetzt wollen wir ja jetzt nicht jedes Blatt angucken, aber 1,99 übrigens. Schmetterling, noch so ein Vogel. So ein Hase. Sehr schön, weil manchmal habe ich abends Langeweile.
Möchte aber nicht in mein Bastelzimmer, dann setze ich mich auf die Couch, nehme meine Stifte mit und dann male ich einfach ein bisschen. Das beruhigt und freut man sich, dass man was Schönes angemalt hat. Ich kann euch jetzt ja nicht jeden Zettel hier zeigen, das wäre ja ewig dauern. Alle finde ich auch nicht so toll, aber manche finde ich richtig schön. Mit Rosen. Sind halt alles so Mandalas, ne? Mandalas. Wie auch immer man das betont. Man möge mich steinigen, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, aber ist halt so. Ja, das sind ganz schön viele Blätter drin, muss ich sagen. Aber wir wollen uns jetzt ja nicht daran aufhalten. Ich glaube, da habe ich die nächsten Jahre mit zu tun, das anzumalen. Aber ich finde das richtig schön. Es gibt ja auch so ein Erwachsenenmalbuch, das ist ähnlich. Aber ich fand dieses hier jetzt besser. Und sehr dick. Da hat man echt zu tun damit. Ja, ich finde das toll. Das lege ich mal jetzt auf diese Seite, weil da ist schon kein Platz mehr. So, was habe ich noch für euch? Für mich, für euch? Post. Nee, die wollen wir jetzt nicht auspacken. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Dann habe ich mir Gesso geholt. Jo, 5, 4, 9, oh, das wird zu laut. Mein Internet, ich mache das mal aus. Zack. Ja, wisst ihr, glaube ich, alle, was das ist. Grundierung für alles Mögliche. Papier, Holz, keine Ahnung, Leinwände oder so. Oder kann man für alles. 500 Gramm sind da drin, wunderbar. Jo, musste ich haben. Ist auch mitgekommen. Gesso. So, was habe ich noch? Acryllack, diesmal dieser hier. Klarlack. Keine Ahnung. Ich habe ja den von normalerweise vom Netto, den benutze ich immer für mein Resin und da kommen immer so komische Streifen drauf. Und ich will jetzt mal das ausprobieren, ob das vielleicht besser ist. Steht zwar matt und nicht glänzend, dieses hier ist glänzend. Also auf jeden Fall wirkt das auf dem Dings glänzend und das ich probiere ich einfach mal aus. Das hat jetzt. Wo ist mein Bonbon? 1,89 auf jeden Fall. Nicht so günstig. Was heißt nicht so günstig? Sind aber 250 Milliliter drin. Also die ist doppelt so groß wie die und die kostet hier 79 Cent oder so. Also das geht, das kann man nichts so sagen, würde ich sagen. Ja. Tolle. Formulierung ist aber so. Gut, das haben wir. Musst du mit? Was haben wir noch? Wenn wir erstmal das hier jetzt. Okay. Ich glaube, eins habe ich noch, aber das ist nicht in dieser Tasche. Dann habe ich mir wieder Klebeband mitgenommen. Einmal in Türkis. Sieht voll blau aus. Ist aber Türkis. Auch in der Kinderabteilung. Leider hatten sie heute keine anderen Farben. Ich habe noch mehr. Die stehen da, die sind aber fast alle. Weil ich habe mir eine Tablet-Tasche gebaut, aber irgendwie ist sie nicht so toll geworden. Kann ich euch jedenfalls nicht zeigen. Dann habe ich das. Das ist einfach nur Tapetenabklebeband. Das möchte ich aber für Papierrollen. Ich will mit Papierrollen basteln und mir eine Schatzkiste machen. Und für Papier ist dieses halt sehr gut. Und dass es so einen Streifen gibt an der Seite, wie eben eine echte Schatzkiste aussieht, habe ich mir das gekauft. Das kostet nichts. Also 59 Cent oder so. Genauso wie diese hier. Die kosten auch nichts. Die habe ich in der Bauabteilung gefunden. Auch lila. Also lila halt. Und habe gedacht, ist mal nicht ganz so dick wie dieses hier. Mal sehen, wie das klebt. Das ist auch für andere Sachen gedacht. Abdeckband für empfindliche Untergründe. Ja, keine Ahnung, wie das klebt, aber ich will das einfach mal ausprobieren.
weil ich die Farbe so schön fand. Ja, das habe ich mir dann auch noch mitgenommen. Und dann das wieder, ne? Für mein Wozi, die liebt er so. Und da wartet er schon die ganze Zeit drauf. Also er weiß ganz genau, wenn Mama von Action kommt, Frauchen von Action kommt, dass die dabei sind. Und jetzt hat er die ganze Zeit gewartet. Und jetzt schläft er. Muss ich mal jetzt schnell aufmachen, dass er endlich mal einen kriegt hier. Geht ja gar nicht, dass er so lange warten muss, ne? Aber das kommt halt, weil die unten in der Tüte waren. Und ja. Jetzt kriegt er halt einen. So sehen die aus eigentlich. Das ist Natur, ne? Einfach Natur belassen. Keine Chemikalien drin. Nix. Und die machen super gern. Aber das habe ich euch, glaube ich, in jedem Video, Action-Video erzähle ich euch das, weil ich ihnen die halt dann auch immer mitbringe. Hier, Milo. Ja, da hast du schon die ganze Zeit drauf gewartet, ne, mein Baby. So, hier liegt noch einer separat. Das kommt jetzt wieder aus dem Bild. Dann habe ich auch noch Vögel. Das ist, also einige wissen das. Bei mir noch Vogelfutter. Das ist Natura. Natura steht ja drauf. Also kein Honig drinne, kein nix, was die Vögel dick macht. Meistens sind Kolbenhirse, glaube ich, oder so. Und 1,29 habe ich das schon gesagt. Aber da ist ein, das ist so schwer. 1 Kilo. Wahnsinn. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wer Wellies hat. Oh, kann ich kaum hochheben. So, und jetzt noch. Leckerlis. Die haben. Oh, jetzt habe ich doch den Verkehrten mitgenommen. Aber ich glaube, das tut den Wellies auch nichts. Oder? Glaub nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich denen das überhaupt gebe. So. Ich muss die Tüte anheben, sonst komme ich da nicht mehr an. Ich habe nicht meinen Stuhl um hier. Oh, die Knisterei, ne? Die nervt, ich weiß. So. Ich hole mal jetzt alles raus aus der Tüte, aber sorry, ich habe noch eine. So, und das und das noch. Okay, fertig, ich habe es überstanden. So, habe ich mir Nägel geholt für 1,99 Cent. Ich habe so viele Sachen hier aufzuhängen, die ich auch selber gebastelt habe oder geschenkt bekommen habe oder so. 99 Cent, weil ich weiß nicht, wo meine geblieben sind. Einfach nichts Spektakuläres, einfach nur Nägel. So, dann habe ich, jetzt muss ich mir überlegen, 1,89 Acrylfarbe. Die haben sie neu, also in meinem Action in Bremerhaven. Ich habe die noch nie gesehen. Einmal dieses Apfelgrün, fand ich wunderschön. Jetzt für den Frühling. Irgendwie schöne Deko machen für zu Hause oder so. Fand ich richtig toll. Ja, dann musste der mit einmal. Bitte gucken. Und einmal so ein Pfirsich. Also das sieht gelb aus, aber das ist dunkler. Das ist Pfirsichton. Gelb hatten sie auch. Das ist aber viel heller. Das ist so ein Pfirsichton hier. Ja, und da sind, sage und schreibe, wie viel sind da jetzt drin, aber die sind mega groß. Ich bin blöd und sehe das nicht. 250 Milliliter sind da drin in einer Tube. Kommst du ewig mit hin. Also mein Schwarz habe ich jetzt schon ganz oft benutzt für Sachen. Zeige ich euch auch noch. Aber die geht nicht leer. Aber ich habe gedacht, wenn sie doch mal leer geht, ne, dann hol dir mal lieber noch eine. Also habe ich mir noch Schwarz geholt. Man kann ja mal ein bisschen höher machen, vielleicht. So. Und dann die hier noch. Pink, rosa irgendwie. Das sieht sehr pinkig aus, aber das ist mehr so ein rosa halt. Ich stehe zwar nicht so ganz doll auf rosa, aber im Frühling jetzt passt, vor allen Dingen mit den Farben hier zusammen, finde ich, sieht das ganz gut aus.
Und dann habe ich mir noch mal, na, wie soll ich das nennen? Orange. Aha. Orange. Ja, so. Ja, wie eine Orange hat das die Farbe. Ja, habe ich mir noch mal das geholt. Die 5. Ja, pro Flasche 1,89. Das läppert sich, ne? Mädels und Jungs. Egal, brauche ich. Muss ich haben, sieht toll aus. Nützt ja nix. Das Mott, das Mott, ne? So, jetzt, wie mache ich weiter? Ich mache mal eine ganz kurze Pause nur, weil ich brauche hier Platz, weil es ist schon ein bisschen vollgestellt hier. Mittlerweile habe ich ja mehr Bastelsachen als am Anfang. Und dann hole ich noch mal eben schnell was nach, okay? Bis gleich. Für euch ist das ja kein Problem. So, hallo, da bin ich wieder. Jo, wie soll ich das jetzt machen? Okay. Oh, das darf ich gar nicht zeigen. Das ist wieder eine Überraschung für jemanden. Das darf ich euch zeigen. Das ist nämlich das dicke Band, was ihr in der Kinderabteilung gefunden habt. Das ist ungefähr das gleiche Lila. Ups, nicht wegrollen. Wie das hier oben, das ist ja dünner, das habe ich jetzt schon weggeräumt. Das ist ja das dünne da in der Mitte unter dem blauen. Das ist sehr dunkel, ne? Warte, oh, ich muss die Tasche wieder abstellen. So, was habe ich jetzt hier gerade schon weggeräumt? So, naja, ihr könnt das sehen, ne? Dieses hier meine ich. Das. Und das ist ja halt ein bisschen breiter dann. Also nicht, auch nicht so spektakulär. Können wir gleich oben drauf tun. So, ist das auch schon mal weg. Jetzt mache ich aber wieder so runter. Tut mir leid, wenn das hier so rumwackelt. So, dann Laptop ist auch aus, egal. Was, ach, das darf ich auch nicht. Das ist auch noch für diese süße Maus. Also den Namen kann ich ja sagen. Das ist für Asia, für Morelia, ne? Alias. So, okay. Dann habe ich mir noch. Ich muss jetzt die ganze Zeit hoch und runter die Tasche. Wird ja gleich leichter. Holzteile sind das. Die habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, die fand ich auch ganz süß. Waren dann vielleicht mal ein Pocket Letter, wenn ich mal einen von meinen Pocket Lettern mal abschicken würde oder mal nachfragen würde, ob den überhaupt jemand haben will. Ich horte die ja meistens, aber naja, gut. Das kommt, ne? Kommt alles. Gut, das ist der. 9, schieß mich tot. 59, 69 Cent, mehr nicht. Gott, oh Gott, ich packe hier mal ein bisschen hin, dass ich mich nicht immer bücken muss. Oh Leute, das ist heute ein Chaos-Video, ich weiß es. Aber du kriegst auch Chaos im Kopf, wenn du im Action bist und alles haben willst. Und ja, und denn wenn du an der Kasse stehst, wunderst dich, ne? Schon wieder so viel. Ja, so ist das eben. Ich will ja nicht sagen, dass ich kaufe. Nö. Also ich war noch nie kaufsüchtig, aber seitdem es Action gibt, da bin ich, glaube ich, kaufsüchtig geworden. Jetzt weiß ich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ich anfangen soll oder weitermachen soll. Aber ich mache mal jetzt einfach weiter. Okay, das stelle ich jetzt doch noch mal eben kurz ab. Gut, dann fange ich mal hier mit an. Diese Klebe-Rollen, kennt ihr ja, die, also kennt ihr, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, aber 31 Cent bei Action, das ist doppelseitiges Klebeband, dünnes. Ich habe auch noch dickes, aber das finde ich jetzt für meine Zwecke nicht so toll, weil es halt dick ist. 31 Cent, jo. Ich kenne das von Zwarntier und ja, ne? Ist eben so. Ich gucke sie gerne und ja, machen wir glaube ich alle.
Jedenfalls habe ich mir auf Vorrat gekauft. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich habe alle mitgenommen, die sie noch hatten. Weil die haben sie nämlich auch nicht immer. Und ich habe hier auch ein, zwei Tauschpäckchen noch vor mir. Und da nicht jeder ein Action hat, kann man die dann mit reinpacken ins Tauschpäckchen. Weil die sind echt super. Die kleben bombastisch, muss ich sagen. Die kleben einfach super. Und die braucht man nicht abschneiden, kann man auch abreißen. So, ich schneide die da zwar trotzdem ab, weil ich kriege das irgendwie, weiß ich nicht, ich denke da immer nie dran, dass man die abreißen kann. Ich schneide die immer ab, aber das ist ja auch nicht wichtig. Aber auf jeden Fall 4 Stück davon. Dann habe ich mir nochmal Umschläge mitgenommen, ganz weiß, einfach, weil für ein Mini-Album nochmal. Ich habe ja mit einem Mini-Album angefangen. Und habe aber gleich 10 Seiten gemacht, anstatt mal klein anzufangen. Und jetzt mache ich erstmal noch ein kleines, versuche das zu gestalten und dann mache ich mein großes weiter. Weil so komme ich irgendwie nicht weiter. Ich brauche mir fehlen da noch Ideen und so. Deswegen will ich nochmal ein kleineres anfangen. Und wenn ich dann mehr Professionalität reingekriegt habe, dann mache ich das große weiter. Oder ich hau das große in eine Tonne, weiß ich noch nicht. Jedenfalls im so einem Moment wie das jetzt ist, gefällt mir das nicht. Gut, dann habe ich das musste noch mit hier. Bleistifte 10 Stück 35 Cent oder 39 Cent. So viel brauche ich nie im Leben. Aber kann man ja auch mal einen mit verschicken oder so. Ne? Erstmal gucken, wie die Minen sind. Ich habe hier eigentlich einen, benutze ich immer. Diesen hier. Der ist auch gut. Den nehme ich immer. Und bin ich auch mit zufrieden. Aber naja, kann man ja, ne, trotzdem gebrauchen, wenn die gut sind und nicht immer abbrechen beim Anspitzen. Und das habe ich auch noch nie beim Action gesehen. Das gab es heute bei mir zum ersten Mal. Und ich habe alle Sorten mitgenommen, die sie da hatten. Weil das kostet 79 Cent oder 89 Cent. Einmal diese Mikroperlen hier. In den Farben. Schwarz, blau, weiß. So Weihnachtsrot, das ist so ein rosa, gold, grün. Altrosa und dunkelrosa. Oh, was sind diese Mikroperlen, die ich habe? Ey, lass du meinen Hausschuh in Ruhe. Hier, nimm das. Kau da drauf rum. Bitte schön. Du kleiner Wilder, du. Okay. Die finde ich aber mega. Die habe ich da auch. War so ein hellblau habe ich nur die von Toni, von Antonia. Und die ging ganz schnell alle, wenn man damit Resin-Teile macht. Deswegen bin ich froh, dass ich das heute gefunden habe. Wäre schön gewesen, wenn die auch noch heller gewesen wären. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Jedenfalls auch mitgenommen. Ne, kosten ja wirklich nichts. Und dann habe ich noch diese hier. Das sind die, die ich von Asia auch gekauft habe vor einer Woche. Aber das ist egal. Ich brauche da noch mehr von. Und auch 89 Cent, glaube ich. Für alle. Also für dieses Päckchen. Alle gleich, ne? Einen habe ich noch. Das ist irisierend, Leute. Guck mal. Wow, kann man das überhaupt sehen? Das ist der Wahnsinn, wie das in den Augen leuchtet. Und in so viele Farben. Das ist so Hammer. Aber auch schon vieles auseinandergepflückt. Das war der letzte, sonst hätte ich da noch einfach mitgenommen. Aber man muss. Das reicht ja auch erstmal, ne? Ja, wir sind ja hier nicht in einem Land oder so. Das reicht. So, habe ich das. Hier ein Anspitzer, 35 Cent. Diese Metallanspitzer sind viel besser, aber jetzt habe ich mir diese hier vom Action gekauft. 2 Stück in eins. Also das ist hier Anspitzer und hier Radiergummi. So an sich nicht schlecht, aber die spitzen voll scheiße an, finde ich. Also irgendwie nicht richtig. Und deswegen habe ich mir den geholt, weil die halten mehr aus. Probiere ich den nochmal aus. Hast du auch 2 verschiedene Spitzen? Wunderbar.
Rollo, Schokolade, oh, lecker, lecker in den Kühlschrank und dann schön genießen. Ich liebe sie. Preis, Leute, weiß 79 Cent oder so. Also habe ich jetzt nicht raufgeguckt, ich habe nur die Schokolade gesehen und den mit. Na, ich mag diese, die ist grün, da ist Pfefferminzschokolade drin, noch lieber, aber die hatten sie nicht. Oh, ich liebe Pfefferminzschokolade, ich liebe Pfefferminzschokolade, ich sag euch das. Oh, ich habe noch einen vergessen. Das sind kleine, mit dem fitzelkleine Klebesteine. Sehr, sehr kleine, aber das sind alles Klebesteine. Ich weiß auch noch nicht, wo ich die raufkleben soll, aber habe ich auch mitgenommen. Alles Klebesteine. Und der fokussiert nicht mehr. Ich versuche es mal, ob das heute klappt. Ja, guck, heute klappt's. Super. Gestern hat es ja nicht hingehauen. Also rot. Hier sind so eckige, hier sind dreieckige. Oval, na, rechteckige Sterne, Kreise und Tropfen. Die habe ich auch noch mitgenommen. Also das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Päckchen. Na, ich habe euch die, ich will die euch jetzt nicht nochmal. Und den habe ich mir ganz noch so ein Klebepan mitgenommen, 89 Cent, aber da sind 8 Meter drauf, da kommt sie. Ich habe noch einen, den alten, den ich noch habe, der, da ist noch was drauf, aber den haben sie auch nicht immer und deswegen habe ich mir da auch noch einen von mitgenommen. So, ach so, hier sind noch mal so Karten. Eben waren die ja in länglich und die sind halt viereckig, dienen aber den gleichen Zweck, also möchte ich auch ein Mini von machen, Mini-Alben. Oder ich verschicke das, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall stehe ich voll auf Mini-Alben im Moment. Und auf Resin sowieso, aber naja. So. Was noch? Also gestern habe ich ja eine Tasche für mein Tablet gebaut, gebastelt. Und das ist nachher so schrotti rausgekommen, habe ich gedacht, nee, das geht gar nicht, ich muss nochmal neu machen. Und da habe ich mir Filz für geholt und zwar dreimal die gleiche Verpackung für 99 Cent eine. Welche Farbe ich jetzt nehme, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall war das gestern kunterbunt und dann habe ich das noch mit meinem ganzen Kleber hier beklebt. Den damit und damit und wo ist denn das andere mit den Sternen? Naja, jedenfalls, das sieht da so chaotisch aus, habe ich gesagt. Nee, da so möchte ich mein teures Tablet da nicht reintun. Und jetzt baue ich hier mit diesen hier, mit den drei Dingern, welche Farbe ich nehme. Wie gesagt, weiß ich noch nicht. Baue ich mir ein neues, bastel ich mir ein neues. So, dann habe ich noch. Oh, das habe ich noch und das und das und das. Oh. Und das. Okay. Oh, die darf ich ja gar nicht wegschmeißen. Die habe ich ja auch noch. Oh, guck mal. Jetzt wird es aber dunkel hier. Oh, wie mache ich denn das jetzt? Ah, jetzt müsst ihr auch noch umdrehen. Leute. Okay. Ich knick die einmal so, dann geht's besser. Das ist eine Einkaufstasche für 2,99 vom Action. Schwarz und groß und toll, wie ich finde. Da passt eine Menge rein und die habe ich mir auch noch geholt für 2,99. Ich hoffe, ihr habt irgendwas erkannt davon. Dafür jetzt das ganze Gewackel. Und dann habe ich mir dieses selbstklebende Textil-Dings
Sticker. Zweimal in dieser Farbe. Also zweimal die gleichen. Also als Außenseite von so einem Mini-Alben, ne? Wenn man da ein bisschen fühlt, so, das finde ich gar nicht schlecht. Also so, dass es nicht ganz so glatt ist, sondern denkt so, oh, was ist das? Dann fühlt man erstmal rüber. Ich finde das eigentlich mega, sowas. Oder auf dem Pocket Letter kann man das auch aufmachen. Dann habe ich hier einmal noch Sternchen. Nicht, Asia? Du hast die bestimmt auch zu Hause. Ja, ach so, da sind die Motive drauf. Und 89 Cent oder so, echt günstig. 10 Stück sind da drin, oder? Wie viel sind das? 8. 8 Stück. Ganz toll. Also wie gesagt, von jedem 2 habe ich. Dann habe ich noch. Oh, mein Arm schläft schon ein. Und mein Tisch so hoch ist, da kann ich auch am Stehen dran arbeiten. Cardstock. 80 mal 160 Gramm. 80 Stück sind das nur. Das kommt mir vor, als wenn das 500 Stück. Ja. Ah, ich denke mal von jeder Farbe 10 Stück. Und, also das sieht man gar nicht so, muss ich so machen. Ganz tolle Farben sind das. Mal dieses Gelb. Dann Grün. Das blendet da so rauf, dass es so. Seht ihr, ne? So sieht man das besser. Dieses helle Pastellgrün. Pastelllila ist das. Pastellrosa. Dann dieses krasse Gelb. Das ist wirklich fast so krass, wie es in der Kamera aussieht. Blau, hellblau ist das, ne? Das ist ein bisschen dunkleres Grün wie eben. Finde ich auch wunderschön. Und rot. Hellrot so. Ja. Jedenfalls 99 Cent für die ganzen Blätter hier. Super für Pocket Letter oder wenn man so kleine Kästchen bauen möchte für ein Geschenk oder ja. Oder Origami oder alles Mögliche kann man damit ja machen. So, dann habe ich noch. Diesmal habe ich nur Sticker, ne? Sticker gab es da ganz viele heute, aber ich hatte so viel schon drin, habe ich gedacht, nee, geht nicht, irgendwo musst du auch mal Feierabend machen. Da waren diese Walt Disney Sticker und ja, viele, viele Mickey Mouse, Minnie Mouse, Nemo, wie heißt er nochmal, Winnie the Pooh und alle so eine, ja. Aber ich erzähle euch erstmal hierüber. Ne? Was soll ich da erzählen? Das sieht man hier eigentlich, ne? Wunderschön. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Die kam mir jetzt nicht ganz so bekannt vor. Kann aber auch sein, dass ich die schon habe. Aber ich glaube, in ein wenig andere Farben habe ich die, weil die sind so toll. Also, da konnte ich jetzt nicht dran vorbei. Habe ich auch nur diesen mitgenommen. Und diesen noch mit Blumen, Frühling, Sonne, Sommer, Sonnenschein. Wer wartet nicht drauf, dass das endlich kommt? Ich friere mir hier einen Arsch ab. Entschuldigung, dass ich das sage. Ich habe hier Heizung an. Und ich habe mich wirklich gefreut, beim Action einkaufen zu dürfen heute. Ich habe mich aber echt aufraffen müssen, überhaupt dahin zu gehen. Und da war ich natürlich glücklich, aber ich war auch sehr glücklich, wo ich wieder zu Hause war. Weil der Wind hat mir um die Ohren geblasen und dann der Regen. Ich habe gedacht, oh nee, das kann doch echt nicht angehen. Da hat man echt manchmal die Nase voll. So, dann habe ich mir Klettband gekauft. Klettband. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht, aber ich brauchte das.
Ja. Zum Beispiel jetzt für mein Album, für mein Tablet-Dings, das ist ein bisschen eng geworden beim Zuklappen. Und wenn ich das darauf machen würde, dann hält es halt besser. Ja, da würde ich wahrscheinlich so einen ganzen Streifen drauf machen. Auch wenn es nicht schön aussieht, ist es ja für mich, aber jo, habe ich mitgenommen. 49 Cent oder 69 Cent oder so mehr, es kostet das nicht. Und dann einfach noch Klettband, Klett-Dinger in Weiß für 35 Cent oder so und einmal in Schwarz. Ich brauche nur noch Karton in Schwarz. Das habe ich noch nirgends gesehen, jetzt nicht beim Action und bei Teddy komme ich noch schlechter hin. Naja, warten wir mal ab. Schwarzen Karton brauche ich jedenfalls noch. Das habe ich noch nicht. Also so Cardstock. Aber am besten noch ein bisschen größer. So. Ja. Das wird mir schon reichen, die Größe. In Schwarz dann. Naja, aber das werde ich schon irgendwann auch noch kriegen. Und dann passen die natürlich besser als die. Ne? Jetzt schaue ich nochmal. Nee, nee, ich habe nichts mehr. Gott sei Dank. Ja, 75 Euro, Leute, mal wieder, so nebenbei gesagt. Also, falls jemand noch tatsächlich eine Frage haben sollte zu irgendeiner, zu irgendeinem Artikel, ich habe den Bon doch tatsächlich noch hier, jetzt habe ich ihn gefunden. Ja, das ist typisch Melli, da. Naja, ich will jetzt hier nicht auf die Kacke hauen. Naja, ich will euch nur damit sagen, man will dies, man will das und das geht nicht an. Manchmal, es geht nicht anders. Es ist mir nicht möglich, ohne 70, 75 Euro da rauszukommen. Deswegen gehe ich. Ich war auch lange nicht da. Ja, musste das heute sein, weil die hatten so tolle Sachen, habt ihr ja gesehen. Ich habe noch nicht mal alles mitgenommen, was die da hatten. Da wäre ich wahrscheinlich bei 100 Euro mindestens gewesen, wenn ich alles mitgenommen hätte, was ich wollte. Aber irgendwann muss man ja auch mal einen Cut machen. Jetzt reicht mir das erstmal wieder. Vielleicht gehe ich gegen 1. oder 15. nochmal hin, weil das ist jo, ganz toll da, ne? Gut, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt Spaß an meinem Haul. Ja, und ich würde einfach nur mal sagen, achso, für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und vielleicht möchtet ihr mich ja auch abonnieren, weil beim 100. Abonnenten mache ich ein Gewinnspiel und könnt ihr dann, weil ich habe ja so viel im Überfluss, Sachen vom Action gewinnen. Dann mache ich ein schönes Paket fertig und der 100. oder ich weiß noch nicht wie ich das Gewinnspiel machen gestalten werde. Auf jeden Fall einer von euch kriegt dann ein paar tolle Sachen vom Action, wenn der natürlich kein Action hat. Die Leute, wo ein Action haben, muss ich mir dann natürlich was anderes einfallen lassen. Aber ich habe jetzt erst 55 Abonnenten, das heißt, habe noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Okay, das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.